Hallo und schön, dass du reinschaust. Heute möchte ich dir diese besondere Schale, Feuerschale, Windlichtschale, Dekorationsschale aus Beton zeigen. Wir haben eine Ausbuchtung für das Kerzenglas, dass wir es einsetzen können, wie wir wollen. Ich mache das immer ganz gern so, dass man es wieder rausnehmen kann, damit, wenn es wirklich mal kaputt geht oder schmutzig ist, man das ganz toll wieder säubern kann. Und dann haben wir hier einen Bereich, dann können wir immer neu dekorieren. Und jetzt habe ich es gerade herbstlich gemacht und zeige es dann natürlich auch im Winterlook. Die Kerze kannst du auch selber dekorieren, wenn du möchtest. Das ist ein extra Video drin. Und wie einfach und schnell wir das machen können. Natürlich mit den entsprechenden Betonrezepten. Das möchte ich dir jetzt zeigen. Und so sieht jetzt die Schale vor dem Dekorieren aus. Dass ihr das nochmal seht, die Einbuchtung. Und gerade hier diese gewölbte Aussparung, mach mal ganz einfach mit einem Trick. Geht total easy. Als erstes müssen wir uns jetzt einen richtig festen Knetbeton herstellen. Dazu habe ich hier einfach einen Eimer, das ist von Schokokissen, den nehme ich am liebsten, weil der einen Deckel hat. Und dann kann ich meine Trockenmischung ganz prima immer stehen lassen, weil feucht darf es nicht werden. Und das ist jetzt eine Mischung. Ein Teil Zement und zwei Teile Sand. Sand nehme ich am liebsten den Spielsand für den Sandkasten. Erstmal kann ich den Sack ganz gut transportieren. Der ist nicht so viel. Der ist ganz, ganz fein. Je feiner der Sand ist, desto schöner wird der Beton. Er kostet nicht besonders viel, wie gesagt, und lässt sich super verarbeiten. Zement nehme ich ganz normal vom Baustoffhof, egal wer sie hat. So, manchmal gibt es solche festen Zementklumpen in der Zementpackung, die natürlich rausmachen. Und ein ganz einfacher Trick, die zertrete ich. Mit der Hand geht das schwer, aber zertreten geht ganz einfach. Ich nehme dann einfach den Deckel von dem Eimer. Leg die drauf, dreht drauf, dann sind die richtig schön fein und dann kann ich es weiter verarbeiten. Als erstes müssen wir wirklich gut durchmengen. Zement und Sand. Wie gesagt, die Klümpchen raus. Und dann zeige ich, wie es weitergeht. Als Maß habe ich jetzt solch einen Mandarinenbecher, Dose. Und dann habe ich 8 Dosen Sand reingemacht, 4 Dosen Zement. Gut durchgemischt. In der Mitte ein Loch gemacht und dann machen wir jetzt etwa eine Dose Wasser hinein. Wir brauchen einen festen Knetbeton und Spülmittel bestimmt 2 Schnappgläser voll. So, und das mengen wir jetzt gut durch. Auf jeden Fall mit Handschuhe und wenn es geht auch noch einen Mund- und Augenschutz, denn ihr wisst, was ich immer wieder sage. Zementstaub ist wirklich gefährlich für Atemwege und Augen. Auch für eine kleine Katze, die wieder ganz begeistert dabei ist. Das ist unser Balu. Also wenn er nicht dabei sein darf, ist er immer ganz unglücklich. Und solange er keine Dummheiten treibt, darf er auch mal gucken. So, ich brauche noch ein bisschen Wasser. Das müsst ihr ausprobieren. Also er muss ganz dick und fest knetbar sein, musst du gucken. Und wenn es zu weich ist, dann einfach noch mal ein bisschen Sand und Zement einarbeiten. Und jetzt kneten wir so lange, bis wir eine tolle feste Masse haben, wie so ein richtig schöner Hefeteig und noch ein So, bisschen. als Unterlage habe ich hier ein Backblech, ein rundes, ein altes. Ihr könnt auch ein neues nehmen. Es wird auf jeden Fall gut mit Frischhaltefolie ausgelegt, 3, 4 Lagen. Und dann habe ich hier ein Windlicht oder eine Vase und die habe ich am Boden bis ganz oben mit Frischhaltefolie eingepackt. Wieso? Manche betonieren gleich ihre Dekoartikel mit ein. Ich sage mir immer, und wenn es kaputt geht, kann ich alles wegwerfen. So kann ich es rein und rausstellen. Ich kann es auch mal sauber machen. Und das ist eine Grundlage. Und dann brauchen wir noch für die Aussparung, habe ich mir einfach eine Frischhaltetüte genommen. Da ist jetzt ein etwas größerer Stein drin und Sand. Der gleiche Sand wie beim Zement. Und das gibt die zweite Aussparung. Wieso so?
Der Sand setzt sich mal, der Beton setzt sich auch mal gern in die Falten und ich möchte es gern ja so unregelmäßig ausgespart haben. Wenn der ausgetrocknet ist, können wir es zwar nicht hochziehen, aber wir können die Tüte aufschneiden, wir können das in dem rausholen mit dem Löffel oder so und dann können wir die Tüte rausziehen und haben eine tolle Aussparung und die kriegen wir weg. So, jetzt müssen wir von unserem Knetbeton erstmal einen Boden setzen. Ruhig so die Hälfte etwa von der Höhe eurer Form, weil wir möchten es ja erhöht machen oder ich möchte es erhöht machen. Dann müssen wir es gucken, dass es gerade das Windlicht gerade drin steht. Wenn das wirklich mal schief ist, dann habe ich den Trick immer, wenn es dann ausgetrocknet ist und ich dekoriere es, dann mache ich einfach ein bisschen Sand rein, trockenen Sand und kann es so ausgleichen und dann steht alles gerade. Stört ja auch keiner, sieht keiner, aber es steht gerade. So, da wo jetzt das Windlicht hinkommt, noch mal ein bisschen, weil es sich ja durch das Gewicht nach unten drückt, noch ein bisschen. So, dann setze ich das hier hin. So. Ja, weil du musst gucken, ne? So, und dann setze ich den Steinsandbeutel auch noch daneben. So, und jetzt müssen wir das Ganze einpacken. Muss einen schönen Rand bekommen. Wenn euch der Knetbeton nicht reicht, gar kein Problem, dann mischt nochmal an. Der braucht wirklich lange, um zu trocknen. Länger als der Gießbeton. Aber dafür kann man den toll modellieren. Und ich möchte ihn ja noch höher haben, als jetzt die Form ist, wie so ein Berg. Wie gesagt, nochmal anrühren, wenn es nicht reicht, wenn ihr schon genug habt, prima. Und dann setzen wir uns das alles jetzt das schön voll Knetbeton. Nachher machen wir uns die Handschuhe dann noch nass und streichen es noch ein bisschen aus. So, so ist jetzt der Knetbeton schön drin. Und damit er euch nicht so runterläuft beim Trocknen oder eine schöne Struktur kriegt, einfach ein bisschen hoch machen. Und wenn ihr gerne das Kletter haben wollt, dann nehmt den Handschuh oder die flache Hand, macht ihn ein bisschen nass und wischt. Dann sieht das auch toll aus. Was noch eine tolle Idee ist, Moment. Ihr könnt ein Stück Rinde nehmen, nass machen, mit Spülmittel einreiben und in den Beton drücken. Dann habt ihr auch so eine Optik wie Holz. Muss nicht sein. Kann man mal machen, auch so ein kleines Teil zwischendurch. Das liegt bei euch. Oder gerade halt. So, aber einpacken müssen wir es jetzt. Steht ja noch über vom Einschlagen der Form. Muss auch nur am Rand sein. Und dann muss es trocknen. Kommt drauf an, wie groß eure Form ist. Wo ihr es hinstellt. Also 4-5 Tage. Auch eine Woche würde ich es auf jeden Fall machen, weil, wie gesagt, Knetbeton trocknet schlechter als andere. Dauert länger, aber wir haben ja Zeit, denke ich. Und dann lassen wir es jetzt erstmal in Ruhe stehen. Und dann dekorieren wir weiter. Kontrolliert nochmal, ob das Glas gerade steht. Und das war es dann erstmal. Schleifen tun wir es dann sowieso nochmal, dass das schöner wird. Ja, und ab zum Trocknen, nachdem ihr es jetzt erstmal 2-3 Stunden ohne Wackeln habt stehen lassen, weil sonst löst sich das in alles. So, unsere Betonschale mit dem Windlicht ist jetzt getrocknet. Man dreht vorsichtig raus. So. Die Steine am besten aufschneiden und dann nach und nach rausholen, damit wir uns die Optik nicht zerstören von dem Ausgezackten. Einfach dann rausnehmen. Alles. Und dann können wir prima mit so einem Schleifsteinchen, nachdem wir jemand um Hilfe gebeten haben, weil einer muss den Beton halten, der andere zieht dann vorsichtig die Form ab. Wir ziehen uns die Folie runter und dann schleifen wir die Kanten. Einfach so brechen die Kanten. Und das ist dann so die Feinarbeit, die wir noch machen wollen. Muss kein Schleifschwämmchen sein. Ihr könnt auch normales Schleifpapier nehmen. Und wenn ihr gar nichts zu Hause habt, dann nehmt einfach eine alte Nagelfeile. Die könnt ihr immer wieder benutzen. Geht auch bombig. Man muss nicht immer weg und dann gleich wieder kaufen. Ich habe jetzt einen Teil vom Sand rausgemacht. Und dann fummel ich mir das, entferne ich das vorsichtig raus.
Und dann habe ich wirklich so ein schönes Becken, sage ich dazu. So ein asymmetrisches. Mir gefällt das besser als immer so das Akkurate. Dann kommen die Krümel noch raus. Das ist wirklich schön durchgetrocknet. Ist noch ein bisschen dunkler als der Rest, aber das macht nichts. Und hier die Teile, die so ein bisschen abstehen, was eher so ein bisschen lose an sich anfühlt, das können wir abbrechen und dann, wie gesagt, schön schleifen oder auch so lassen. Wenn ihr es so rustikal besser findet, auch toll. Man kann es noch spritzen in einer anderen Farbe, mit einem Sprühlack. Zum Beispiel, ich habe jetzt schon ein paar Sachen gemacht, einfach mit so einem Silberlack. Oder man lässt es so, wie das ist. Wenn ihr wissen wollt, wie es spritzen geht, dann schaut doch bitte mal in die Videos rein von dem Pilz in einer alten Socke. Der wird im Ganzen gegossen. Oder von der tollen Eule, da erkläre ich das mit dem Karton und wie das am besten geht. Jetzt erstmal aus der Schale. So, mir reicht das jetzt mit dem Schleifen, nur so ein bisschen gebrochen die Kanten. Unten drunter ist es natürlich noch ein bisschen feucht. Ich würde es jetzt einfach nochmal an einen Platz zum Trocknen stellen und am besten etwas erhöht. Nimmt eine zusammengerollte Papiertüte oder so und legt es drunter oder ein Ästchen, nur dass es so ein bisschen schräg ist. Einfach nur so ein Zentimeter oder so, das reicht schon, damit es auch unten trocknet. So, die Kerze brennt schon mal. Unten habe ich noch mal Sand reingetan. Wenn der Wachs drunter läuft, dann bekommt man wenigstens das Glas sauber. Die Kerze habe ich selber gestaltet, da gibt es ein extra Video dazu. Dann haben wir hier unsere Aussparung und da mache ich jetzt im Moment einfach mal ein bisschen Moos hinein. Ein Rindenstück für den Hintergrund. Einfach jetzt ein bisschen rustikaler. Das Moos habe ich einfach aus dem Garten geholt. Dann habe ich selbstgemachte Pilze aus Beton. Und das kann man dann so alles da reinstecken, wie man möchte. Ob jetzt da angemalt oder Betonpilze. Dann noch ein paar Zapfen hinein. Das lege ich alles rein. Man kann auch einen Gesteckschmalm rein tun, wenn man ganz gern möchte. Dann könnte man auch einen selbstgemachten Betonapfel dazu tun. Und so gestaltet sich das dann von alleine. Und dann nehme ich ganz gerne einfach herbstliche Blätter und lege das dazu. Und dann kann man es immer wieder selber ausräumen und gestaltet das dann um. Am besten dann wieder zur Weihnachtszeit. Und so kann man das ganze Jahr benutzen. Und mit den Blättern hier, da gibt es so ein Bastelpack. Ich kaufe das meistens im dänischen Bettenlager. Und dann hat man es ganz schnell gemacht. Das ist so ein Textil. So, und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen, es hat Spaß gemacht. Du findest es schön. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal, wenn du wieder reinschaust. Ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss.